Nachdem es letzten Sonntag so ein uraltes Ding, so einen uralten Plan gab, eben aus dem Dezember 2020, gibt's heute einfach mal was brandaktuelles. Denn was ist eigentlich nach Life is Strange? Nach Life is Strange True Colors? Der Frage gehen wir heute auf den Grund und damit hallo und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Senderplan der 50. Kalenderwoche. Ich hätte ein was vor dieser Folge nicht tun sollen, mir nämlich wieder Musik aus Life is Strange und Life is Strange Before the Storm geben. Habe ich mir kurz vor dieser Aufnahme noch angehört. Und vielleicht merkt man es auch noch an meiner Stimme. Hat mich wieder mitgenommen. Aber es war zum Glück nicht das für mich in Anführungszeichen schlimmste Musikstück. Dieses besonders lange Black Flies. Aber ich hätte es nicht tun sollen. Es hat mich nun mal mitgenommen. Zutiefst, aber. Nun gut. Lass ich das mal. Wie sieht denn der Plan für nach Life is Strange True Colors aus? Ist gar nicht so einfach, denn die Life is Strange-Reihe, wie ihr wisst, ist für mich besonders. Und ich werde hier spoilerfrei reden, das sage ich schon mal, spoilerfrei. Die ist für mich besonders und nach Life is Strange ist doch vor Life is Strange. Ja, aber es gibt erstmal kein neues Abenteuer, kein neues Abenteuer. Wenn, dann gibt es mal wieder einen weiteren Durchlauf. Und wir gucken uns mal an, wie es denn weitergeht, denn wie es weitergeht, steht schon fest. Das nächste Spiel wird auf jeden Fall Tell Me Why sagen und wie ihr da sehen könnt, nach Life is Strange ist vor Life is Strange. Am 1. Februar soll ja voraussichtlich die Remastered Collection erscheinen. Eben zu den ersten beiden Spielen und die werde ich mir auf jeden Fall geben. Ich habe im vorletzten Wort zum Sonntag habe ich mir überlegt, was wird denn so als nächstes drankommen, weil ich da eben gerade so mit True Colors fertig war. Und da ist die Wahl auf Tell Me Why gefallen. Habe ich schon angefangen und werdet ihr auf jeden Fall im Anschluss an True Colors in den zweiten Durchlauf sehen. Und warum? Naja, es ist einfach von Dontnod. Und die haben ja Life is Strange begonnen. Das 2013er Abenteuer. Und passt irgendwie ganz gut. Ich habe mir überlegt, wie sieht denn die Reihenfolge aus? Ich habe im Februar 2020 mit Dontnod, mit Life is Strange angefangen. Dann kam Before the Storm von Deck 9. Dann kam Life is Strange 2. Also wieder von Dontnod. Dann kam True Colors, wieder von Deck 9. Und jetzt kommt wieder ein Dontnod-Spiel. Es wechselt sich gerade ab. Aber ihr könnt auch schon ein weiteres Spiel sehen. Twin Mirror. Es ist auch von Dontnod. Das kommt eben nicht schon ungefähr. Bin aber auch zurzeit einfach in diesem Adventure-Modus. Da will ich gerade irgendwie nicht raus. Wenn schon nicht mehr Life is Strange, dann will ich weiterhin im Adventure-Modus bleiben. Und deswegen ist meine Wahl als nächstes auf Tell Me Why gefallen. Das hat Dontnod letztes Jahr rausgebracht. Und ich wusste davon vom Spiel natürlich auch noch nichts. Und weil ich schon angesprochen habe. Vor 2 Wochen habe ich mir meine Spieleliste vorgenommen und habe mal reingeguckt, was könnte denn so als nächstes drankommen. Die Wahl Tell Me Why ist ziemlich schnell gefallen, aber danach, da stand vor 2 Wochen noch ein Fragezeichen zwischen Tell Me Why und Life is Strange. Aber mittlerweile nicht mehr, da steht mittlerweile Twin Mirror. Das Spiel habe ich letzte Woche bei einem GameStar-Video in den Kommentaren gelesen, ist jetzt auch für Steam erschienen und bisher war Twin Mirror ein Jahr Epic Store exklusiv, Epic Game Store exklusiv. Und ich habe überhaupt nichts gegen Epic, überhaupt nicht. Ich habe sehr viel Spaß mit Epic gehabt, ob es jetzt die Unreal Engine ist, die ja vorzugsweise bei Life is Strange auch vorkommt. Ja, die Ausnahme Before the Storm, die Unity Engine, aber alle anderen Life is Strange Spiele kommen mit der Unreal Engine daher. Und auch als Kind schon mit Unreal, vorzugsweise Unreal Tournament 2004, hatte ich eine Menge Spaß. Eben mit der Engine und auch zum Beispiel mit der dreiteiligen Infinity Blade Saga hatte ich auch eine Menge Spaß. Insofern, Epic steht bei mir hoch im Kurs. Aber ich bin vom Epic Game Store einfach noch nicht überzeugt. Ich habe da schon einige Spiele allesamt kostenlos bekommen bei diesen Gratis-Aktionen, die gestartet haben. Und ich kann mir da aktuell noch nicht vorstellen, Geld auszugeben, weil ich aus irgendeinem Grund noch unsicher bin, dass sie das auch durchziehen mit dem Epic Game Store. Vielleicht schließen die den Laden doch noch. Wobei, eigentlich ist es halt auch Quatsch, weil die haben schon so viel Geld da reingebuttert. Für eben die ganzen kostenlosen Spiele, um eben diese kostenlos anzubieten.
Das werden die doch nicht einfach so einstellen, aber irgendwie habe ich da einfach ein schlechtes Gefühl und deswegen war das bisher Epic Game Store exklusive Twin Marrow bei mir auf der, naja, ich warte nochmal Liste, bis es eben bei Steam oder anderswo erscheint. Aber eben, seit letzter Woche weiß ich, dass das jetzt bei Steam erhältlich ist und es ist auch gerade im Angebot gewesen, habe ich sofort zugeschlagen und damit steht jetzt fest, Tell Me Why spiele ich gerade und als nächstes wird dann Twin Marrow kommen und mal gucken, wie lange das dauert. Wenn wir dann mit dem Spiel fertig sind, ob ein oder zwei Durchgänge, weiß ich natürlich noch nicht, weil ich einfach zu den Spielen noch gar nichts im Vorfeld weiß, wusste. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich werde auf jeden Fall dann als nächstes Life is Strange die Remastered Collection angehen. Und zwar in der Reihenfolge, wie ihr es da sehen könnt. Erst das 2008er Spiel, dann, oder, erstmal das 2008er Abenteuer, dann das 2010er Abenteuer und dann das 2013er Abenteuer. Das nehme ich mir auf jeden Fall vor und dann bin ich über ein Jahr in der Don't Not Deck 9 Blase. Das gefällt mir sehr gut. Ich freue mich schon, das wird einfach genial. Es ist inhaltlich nichts Neues in der Remastered Collection. Wurde im Vorfeld gesagt. Es ist einfach ein Technik-Update, was meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig ist. Life is Strange aus dem Jahr 2015 sieht einfach so, wie es aussieht, wunderbar aus, aber ich nehme es einfach mal als gute Ausrede. Das Spiel bekommt eine, oder die beiden Spiele bekommen eine Remastered-Version und da sage ich mir, ich muss wissen, wie das einfach aussieht, nur damit ich einfach diesen dritten Durchlauf rechtfertigen kann. Das sage ich mir wirklich. Ich freue mich aber und ich hoffe ihr auch. Aber was dann sein wird nach der Remastered Collection, gibt's dann schon einen neuen Life is Strange Teil? Huh? Natürlich denke ich nicht daran, denn sowas muss ja auch erstmal entwickelt werden und Life is Strange True Colors kam ja gerade erst raus. Aber hoffen darf man ja. Und eins kann ich euch schon mal verraten, ich habe gehofft, dass es nach Life is Strange mal etwas wieder gesitteter zugeht. Gesitteter im Sinne von, eine Aufnahmesession artet nicht aus und jetzt ist das so ein Spiel von Don't Not Tell Me Why. Es ist ein Adventure und es ist ziemlich ähnlich so vom Aufbau her wie Life is Strange und ich will wissen, wie es weitergeht. Ich komme trotzdem teilweise über das eigentlich vorgenommene Zeitfenster, was ich mir nehmen wollte zum Aufnehmen. Es hört nicht auf. Das ist so schlimm, aber auch gleichzeitig so gut. Ach, es ist schlimm mit schönen Spielen. Irgendwie schon. Und ich habe ja auch vor, was Eigenes zu Life is Strange auf die Beine zu stellen. Habe ich schon hier und da mal angerissen. Will ich heute mal nicht weiter anreißen, werde ich noch zur Genüge tun. Aber dafür ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Dafür weiß ich aber einen guten Zeitpunkt, um euch eine wunderschöne neue Woche zu wünschen, nämlich gleich. Das mache ich gleich. Und das ist aber erstmal der Plan der nächsten Spiele, die ihr erwarten könnt. Ich mache es ja liebend gerne so, dass ich einfach ein neues Projekt dann einfach schon starte und euch dann, wenn eben ein Projekt zu Ende geht, mit einer eben ersten Folge überraschen kann, wenn eben dieses eine Projekt für euch noch läuft. Ja, das habe ich jetzt schon ein gutes Jahr lang nicht mehr gemacht, aber das wird dann, denke ich mal, nach Life is Strange, der Remastered Collection, wieder der Fall sein, dass ich an euch einfach nicht sage, welches Spiel als nächstes kommt, weil ich auch einfach diesen Überraschungsmoment interessant finde für euch als Zuschauer. Wenn ihr ein Spiel gerade guckt und auf einmal kommt ein neues Projekt raus, dann wisst ihr zwar, hey, das Spiel wird bald zu Ende gehen, das eine, aber dieser Moment dann in der Abo-Box zu sehen, hey, da ist ein neues Projekt, was mir vielleicht verdammt gut gefällt, das finde ich einfach selbst als Zuschauer verdammt cool und deswegen will ich das dann auch wieder nach Life is Strange oder nach den Don't Not Deck 9 Spielen einfach so handhaben. So, jetzt aber wünsche ich euch eine wunderschöne neue Woche. Habt einfach viel Spaß mit dem, was ihr tut. Vielleicht beim euch freuen, dass als nächstes Tell Me Why kommt, dann Twin Marrow und dann die Remastered Collection von Life is Strange. Oder ihr rollt die Augen, weil euch sagt, oh nee, schon wieder immer noch Adventure. Macht doch mal wieder einen Ego-Shooter. Ja, vielleicht könnt ihr euch daran auch erfreuen am Augenrollen. Egal, wie ihr eure Zeit verbringt. Hauptsache, ihr habt Spaß und eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.